Vor allem junge Einsteiger möchte der kanadische Hersteller BRP mit seiner neuen Dreiradbaureihe Ryker erreichen. Mit Preisen ab 9.799 Euro, deutlich günstiger als die Can-Am Spider-Modelle, punktet der Ryker mit 75.000 Personalisierungsmöglichkeiten. Eigens für die Ryker-Modelle hat BRP eine App entwickelt, die das Fahrzeug durch Augmented Reality mit individuell ausgewähltem Zubehör präsentiert, sodass der Wunsch Ryker sofort raumfüllend vor dem User erscheint. Neben verschiedensten Dekorvarianten hat der Hersteller ein breites Spektrum an Zubehör im Angebot, darunter Funktionszubehör für das Fahren, allein oder zu zweit, sowie für erweiterten Stauraum. Angesprochen werden mit dem Ryker vorwiegend Kunden, die sich nach der besonderen Fahrweise eines Dreirads in einem erschwinglichen Rahmen sehnen. Während bei den bereits bekannten Dreirädern von Can-Am, den Spider-Modellen, mindestens 17.000 Euro für die Anschaffung fällig werden, ist der Preis von 9.799 Euro ein starkes Argument für die Ryker-Baureihe. Dabei handelt es sich beim Ryker keinesfalls um eine Bonsai-Ausgabe der Spider. Von den Abmessungen her sind die beiden Modellreihen fast gleich. Ähnlich sind auch die Fahrerassistenzsysteme, die für eine Stabilisierung des Fahrzeugs und damit für gutmütige, unproblematische Fahreigenschaften sorgen. Betonung auf ähnlich, wobei die Unterschiede das Salz in der Suppe ausmachen. Später mehr dazu. Bei der Motorisierung geht der Hersteller einen bewährten Weg. Mit einem Rotax 600 ACE Zweizylinder, Reihe 600 Kubik, 47 PS, 47,5 Newtonmeter, oder einem Rotax 900 ACE Dreizylinder, Reihe 899 Kubik, 77 PS, 57,4 Newtonmeter, ist der Ryker mit zwei ausgereiften Triebwerken erhältlich. Um den Bedürfnissen unterschiedlich großer Piloten gerecht zu werden, lassen sich Lenker und Fußrasten in wenigen Sekunden und ohne Werkzeug einstellen. Charakteristisch für den Ryker ist seine einfache Bedienung. Fairly simple. Here on the left-hand side we have the lights, directions and the horn. Nothing more than that. And on the other side we got the starter and that's basically it. And then you have a very simple instrument panel and that's more or less all that you need to have. Hallelujah, it's working. Very good. Während am Spider gefühlt 100.000 Schalter und Knöpfe am Lenker für die Benutzung eine dreitägige Schulung erfordern, gibt's am Ryker-Lenker nur den Gasgriff und einen Knopf zum Einstellen des Fahrmodus. Gebremst wird ausschließlich mit dem rechten Fuß, einen zusätzlichen Handbremshebel wünschen wir uns. Der Rückwärtsgang wird, ein bisschen umständlich, links neben dem Motor von Hand eingelegt. Auf Fluchtrichtung zurückschalten lässt sich der Hebel mit einem Fußtritt. Ja, das ist unser neuer Can-Am Ryker. Wir möchten, anders als mit dem Spider, eine völlig neue Zielgruppe ansprechen. Junge, lebenslustige Menschen, die das kurze, knackige Abenteuer suchen. Das ist definitiv ein Fahrzeug, was für die Stadt und für kurze, aufregende Trips geeignet ist. Man kann mit dem 900er Base und mit dem 900er Rally Edition sogar ein bisschen das Heck fliegen lassen. Also definitiv richtig viel Spaß haben. Komplett anders als beim Spider ist der Rahmen, der im Wesentlichen aus Aluminium besteht und bei dem es sich um eine komplette Neukonstruktion handelt. Anders wäre eine Gewichtseinsparung von rund 100 Kilo kaum möglich gewesen. In Sachen Handling war es Ziel des Herstellers, mit dem Ryker eins der am leichtesten zu fahrenden Dreiradfahrzeuge am Markt zu schaffen. Neben einem CVT-Variomatic-Getriebe gibt's dazu ein Fahrzeugstabilitätssystem und eine kräftig zupackende Integralbremse. Der niedrige Schwerpunkt des Dreirads soll zusätzlich zu mehr Sicherheit beitragen. Für alle, denen die Straße nicht genügt, gibt's die Rally Edition, mit welcher der Ryker auch über die Schotterpiste geprügelt werden kann. Und genau das haben wir in Südportugal einmal kräftig ausprobiert.
Special dieses Dreirads ist der Rallye-Modus, der die Eingriffe der Stabilisierungselektronik zurücknimmt und es dem Fahrer erlaubt, kontrollierte Drifts auf Kies und Schotter vorzunehmen. Betonung auf kontrolliert, allerdings eher durch die Elektronik als durch den Piloten. Sobald im weichen Mullersand ein größerer Stein auftaucht und beim Driften für ein bisschen Grip sorgt, wittert die Elektronik Gefahr und schaltet den Vortrieb aus. Und schon steht das Dreirad denn auch wieder gerade. Schade eigentlich. Kurzum, auch wenn man mit dem Rallye Ryker im weichen Geläuf die Kurven ein bisschen gerade machen kann, will sich die Rallye Edition des Ryker keinesfalls als richtiger Offroader verstanden wissen. Stattdessen punktet das Fahrzeug mit einem gutmütigen Fahrverhalten beim Touren und das auch auf schlecht gepflasterten und kurvenreichen Strecken. Je hurtiger die Kurven hat's, desto mehr Kraft erfordert die Lenkung. Und das ist kein Nachteil, denn dadurch wird der Pilot stets auf die Grenzen der Fahrphysik seines Dreirads hingewiesen. Obwohl der Ryker eher für Kurzstrecken und kurvige Sträßchen konzipiert ist, gefällt er uns auch auf gut ausgebauten Straßen. Vor allem der starke 900er Dreizylinder schiebt richtig an und lässt das Dreirad auch mit weit über 100 km/h stressfrei marschieren. Klar, wer Kilometer fressen will, ist mit dem Spider natürlich besser bedient. Aber mehr Fahrspaß bereitet der Ryker. Und der ist selbst in der hier getesteten Rallye Edition mit seinem Einstandspreis von 12.699 Euro noch deutlich günstiger als sein satter ausgestatteter großer Bruder, der mindestens mit 17.000 Euro zu Buche schlägt. Fazit: Mit dem Can-Am Ryker bietet BRP ein eigenständiges, trendiges Dreirad, das sich zum Flanieren ebenso eignet wie für kurze Touren. Und immerhin ein klein wenig querstellen lässt sich die Rallye Edition, deren Fahrspaß den Aufpreis von 2.900 Euro gegenüber dem Einstiegsmodell allemal rechtfertigt.